Ja, genau. So, Freunde. Wir haben eine Kleinigkeit gegessen. Wir im Sinne von Vegetas und Goku. Und ich natürlich auch. Und jetzt sind wir hoffentlich stark genug, um gegen Kid Buu antreten zu können. Wird sicher nicht einfach, aber ich glaube, wir werden es schaffen. Das große Finale beginnt. Wait a sec, Vegeta. Is it just me, or is his energy increasing? It's not possible. He's reverting back. Reverting back? What do you mean? The Majin Buu that Bibbidi created was evil incarnate, something even he himself couldn't control. It wasn't until the mild-mannered Grand Supreme Kai was absorbed that Bibbidi could finally control him. So, what you're saying is, this little Buu now is even more of a handful than what we've been dealing with? Yes. Absorbing others had a dampening effect on him, but now his evil is unrestrained. He's lost all self-control and is again pure evil. What is that? What's he doing? Whoa, unbelievable! That was close. He tried to blow the whole planet to pieces. Dang, that little bastard! Hey, Boo! Go ahead and destroy the planet if you want. But you'll have to go through us first! There's no way we can knock that thing back. The others. Vegeta, over here. I'm gonna get us all out of here. Yeah, grab onto me. No use. We're not gonna make it. I can't use instant transmission fast enough. Hey! Ende. Nein, natürlich nicht, es geht gleich weiter. Gute Arbeit, du hast es geschafft. Ja, aber Son Gohan und die anderen und die Erde. Kakarot, was zur Hölle hast du getan? Warum hast du diese Nahen hergebracht? Was ist mit der Erde? Die ist leider nicht mehr, nur noch Weltraumstaub. Die Erde wurde zerstört? Wovon redet ihr? Wir stehen doch auf ihr. Ja, ich weiß, was los ist. Das ist nur ein Traum. Ja, es ist nur ein Traum. Verdammt, Kakarot, Son Gohan und die anderen sind tot, weil du entschieden hast, lieber diesen Trottel zu retten.
Jetzt sind die Erde und alle ihre Bewohner verloren. Die Dragon Balls, unser einziges Sicherheitsnetz, sind verschwunden. Was? Dragon Balls? Warum um alles in der Welt waren Dragon Balls auf der Erde? Das sind mächtige Objekte, die Tabu und den Amerikanern vorbehalten sind. Kein anderer darf sie besitzen. So ist es. Wenn wir nach Neu-Namek aufbrechen, sollte der neue Oberälteste uns dort Zugriff auf die neuen Dragon Balls gewähren können. Das schaffen wir. Wir können die Erde und alle, die Buu getötet hat, wieder zurückbringen. Nun, da Namek zurück ist, sollte ich mich von hier aus problemlos auf andere Planeten teleportieren können. Ah, das ist doch mal ein Wort. Seht mal, Majin Buu verwandelt sich zurück in seine Originalform. Hier, gib Son Goku und Vegeta dein Portara. Wenn sie wieder fusionieren, können sie ihn besiegen. Okay. Nein, die brauchen wir nicht. Ja, diese Art von Fusionstechnik ist nichts für uns. Außerdem will ich ihn lieber selbst bekämpfen und er greift nicht mehr auf die Stärke von anderen zurück. Das höre ich gern, Kakarot. Endlich redest du wie ein Saiyajin. Wie zur Hölle hat er es hierher geschafft? Wow, ich fasse es nicht. Er hat meine Teleportation beobachtet und sie nachgeahmt. Na egal, damit bleibt uns einiges erspart. Wir beenden das ganz einfach hier und dann. Vergesst es, sucht euch einen entfernten Planeten und nehmt alle mit. Was? Okay. Verstehe, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Kümmert euch nicht um unsere Welt. Gebt alles und zeigt diesem Monster, was ihr drauf habt. Viel Glück. Luke, oh nein, ich habe vergessen, diesen Satan-Typen mitzubringen. Vergiss den fürs Erste. Na gut. Wer ist zuerst dran? Mal sehen. Stein, Schere, Papier. Ja, ich habe gewonnen. Juhu. Wenigstens werde ich endlich deinen Super Saiyan 3 zu Gesicht bekommen. Ja, dann wollen wir mal, Buu. Was? Hey, der schläft. Du Kleiner, führst du mich an der Nase herum? So, los geht's. Ja, na sicher, 75. Gemein, noch einer. Na komm, jetzt mach keinen Blödsinn. Okay, das gibt's nicht. So, jetzt geht's los. Ja, das auch noch. Unglaublich. Scheiße, schon wieder.
dachte, jetzt reicht's aber. Unglaublich, was ist das denn? Der Beat, das ist so fake. Ja, na sicher. Boah, das ist unglaublich. Was wird das jetzt? Aber wenn ich Glück habe, vielleicht noch eine Attacke. You really are something else. I think I finally figured it out. I think I know why a genius like me can't keep up with you. I thought it was because you had people you wanted to protect. It was as if having a strong desire to save others gave you some mysterious power. And maybe it does in some way. I too have those I care about now. But you were always different. You don't fight to win. You fight to continue pushing yourself past your own limits. That's why you never took the lives of your opponents. You even had the opportunity to kill me. But you didn't. You didn't. Damn you, Kakarot. I can't believe a battle-loving, kind-hearted Saiyan like you even exists. You're in trouble now, Boo. Here comes my full power Kamehameha! Only you can do this. You are number one. Give me a break already. This guy never gets tired, does he? Kakarot, forget about me and just finish him off! Yeah, I'm trying, but I can't. I'm gonna need another minute to charge up my energy if I'm gonna beat him. 1 minute, huh? I'll hold him off for 1 minute. You hurry up and charge your power! I'm gonna need that whole minute, you know. Just hurry up and do it! Yeah, I got it. Riesen Super Genki-Dama. Are you sure though? You're already dead. You do know what happens when a dead person dies again, don't you? They disappear. From this world and other world. You cease to exist.
Don't die on me, Vegeta. Mind your own business. All right, let's go! Jawohl, ja, ich sage, die Urknallattacke ist ein Wahnsinn, Freunde. Wenn sie nicht daneben geht. Komm schon, mach keinen Blödsinn. Schau, eine Attacke nach der anderen. Unglaublich, schaut euch das bitte an. Ja, das ist schon Schokolade, sogar. Verdammte Bastard. Stand idly by and let this continue. The great Mr. Satan, world's martial arts champion, will put you in your place. Yeah, that's the stuff. It's a shame this isn't real, but man, I nailed it. I know it's a dream, but it sure doesn't feel like one. It's Boo! What in the world is going on? The larger Majin Boo developed a strong friendship with Mr. Satan. That Boo must have objected to harming Mr. Satan and prevented the attack. Well, that explains why he spit him out then. But to be honest, losing that Satan fellow in this fight wouldn't really change things. Indeed. Who hate you? You bully Satan! Boo! Yeah! Kakarot! Now's your chance! Well, do you have enough energy now or what? No. No, come on. I'm actually losing power. No way. You complete idiot!
You were supposed to restore your energy, not revert back to normal! Man, this sucks. This was a lot easier back when I was dead. Guess it's safe to say Super Saiyan 3 really drains all your strength when you're alive. It looks like we're completely screwed. There's nothing else I can do here. Kaioshin, Dende, ihr versteht, was hier vor sich geht. Nicht wahr? Könnt ihr mich hören? Wenn ja, dann antwortet mir gefälligst. Wie bitte? Ja, wir können dich hören. Gut, ihr müsst sofort nach Namek reisen und die Dragon Balls holen. Aber warum? Hört auf, rumzustottern, macht es einfach, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Wie geht es? Was machst du? Es ist noch etwas zu früh, die Dragon Balls einzusetzen. Kakarot, wie oft hast du die Erde und ihre Bewohner gerettet? Warum fragst du das? So einige Male, schätze ich. Ich finde, es ist an der Zeit, dass die Bewohner der Erde sich selbst retten. We've been waiting for you, Dende. Huh? Oh my, you grace us with your presence, Supreme Kai. Everyone! We are fully aware of the situation. Come, let us hurry. Thank you! Vegeta, we've collected all 7 of the Dragon Balls, just like you asked. Good. Now hurry up and summon the Namekian Dragon. I've got 2 wishes for you to make. First, ask to have the Earth return to the way it was. Then, ask to bring back everybody that's died since the day of the World Tournament, excluding, of course, anyone that's evil. Those are the 2 wishes. Should I make the wishes now? What about the 3rd wish? The 3rd wish doesn't matter. You've got to hurry! Vegeta, about that 2nd wish. It'd probably be easier to just bring back everyone killed by Boo, don't you think? If we ask for that, Babidi and Deburu will be brought back too. Plus, all the people I killed at the World Tournament Arena wouldn't be brought back. Oh yeah! Man, you really thought this through! We have a problem. I just remembered that Purunga can only bring back 1 person from the dead at a time! That is no longer a concern. After the incident with Frieza, I took the liberty of powering up Purunga's wish-granting abilities. Really? So we could bring back as many people as we want? Never mind, everything's okay! Good. Now, make the wishes! Kakarapato Purunga Pupirito Paro! Now, state your wishes. I shall grant any 3 wishes that you desire. Takrapto Papurunga Papirito Paro! A faraway planet called Earth was recently destroyed. Please bring it back! Okay, consider it done. Your first wish has been granted. Yeah! Now then, state your 2nd wish.
should I phrase this? Pipotara Sariman Popo Toterapo! Please bring back all those killed after the wizard Bobbity arrived on Earth. Oh, except anyone evil. Understood. However, it will take some time. That is a lot of people to revive. Right. What's wrong, Dende? Have you made the wishes yet? Hey now, quit your yammering, would you? This Purunga fellow is doing what he can. Thank you for your patience. Your second wish has been granted. Vegeta, we did it! Everyone should be back now! Look! Your halo's gone, Vegeta! You're alive now! That's great. I guess that means you're not a bad guy after all. What the? Wait a sec. Wasn't I killed by Boo? Huh? What's going on? Huh? Oh, I think I get it now. You're thinking of having Gohan and Gotenks join us in the fight. No. You're going to prepare that attack of yours. The Spirit Bomb. A Spirit Bomb? Really? You're kidding me, right? Boo's totally not gonna let me gather energy little by little from people on Earth. Didn't I tell you that the people of Earth need to save themselves for once? It's not going to be little by little. They're going to give every ounce of energy they've got. Hey, Supreme Kai, listen up! Get me in touch with the people of Earth, right away! Leave that to me! That's my specialty! Who's that? I know that voice! It's King Kai! Bingo! You know, Vegeta, I'm quite touched you thought of my technique. Now then, speak! Not just the Earth, but the entire universe is listening! Good, thanks. People of Earth, listen here! I'm communicating with you from a faraway place! Every one of you was killed by Majin Buu, but we used a strange power to bring you all back to life! Everything should be back to the way it was before. And no, this is not some kind of dream you're having! As I speak, right at this very second, there's a warrior here fighting Majin Buu on your behalf! But the truth of the matter is, he's run out of energy and can't fight anymore. That's why we need your help! Raise your hands into the air! We're going to use your energy to defeat Majin Buu! You'll feel tired afterward, but no more tired than after a good workout! Now, raise your hands! All right, Kakarot, begin! You bet! Everyone, lend me as much of your energy as you can! Please! He's forming a spirit bomb! You got it, Dad! That didn't sound like Vegeta in the slightest. You heard the man! Hands up! Hands up! Huh? Whoa! Here it is! This thing's huge! I can feel energy from Gohan and the others! It's still not enough! Why?
Watch out, everyone! Sounds like your energy could really be drained! That sounds painful! It's gotta be a trap! Yeah, I'm not gonna listen to some mysterious voice in the sky. I bet it's that Bobbity guy trying to trick us again! Damn those bastards! Not a single one of them are listening to a word I said! Where are these voices coming from? Damn. Things are looking grim. The fat one's hanging on by only a thread. What are you doing? Cut it out! Stop it right now! Damn it! He spotted it! Kakarot! I'm going to try and buy us some more time! You try and convince the imbeciles of Earth to give you more energy! Ist denn alles 77, Freunde? Aber kein Problem für uns. Eine Bombe nach der anderen. Gebet, das ist so fake. So erwische ich ihn nicht, wo ist denn er? Ja, schneller wäre es besser. Wieder keine Energie, furchtbar. Jawohl. Father! This voice! Right. I finally know who this voice belongs to. It belongs to Goku. He and the others are fighting Majin Buu. Hurry, Upa! Raise your hands to the heavens! I get it. So that's who it is. It's been a while. Since I've heard that voice. It's Goku. It's Goku, Sudo. Right! I knew it was him! It's no good! I've only received a tiny bit more! What's going on? Why aren't people lending me their energy? Everyone! Hurry up! I thought you guys cared about Earth! How about the universe? Come on, you morons! What? Did he call us morons? Wow, he's got some nerve, doesn't he? You know what? Just ignore him. I bet all of this is just a lie. That Majin Buu probably isn't real either. Yeah, we're all probably just being tricked by some hypnotist!
That's enough! All of you! Why the hell won't you cooperate? Do you intend to ignore a request from the great Mr. Satan as well? What? Mr. Satan? Huh? What's he doing there? It's really him! It's Mr. Satan! Wait! So it's Mr. Satan who's fighting Majin Buu right now? Yeah, that's right! I am going to pulverize Majin Buu, but I need everyone's help to do it! I figured they wouldn't believe me unless I said I was fighting him. The important thing is that Boo's defeated, right? Here, Dad. Go, Dad, go! Isn't it done yet? What's taking so long? Come on, Vegeta. Hang in there. It's no good. It's done! Vegeta! You're gonna get caught in the blast! Forget about me, you idiot! Just throw the damn thing already! Er ist blitzschnell, das ist unglaublich. Wieder eins noch und dann unglaublich. Das macht gar nichts, was sagt das aus. Way to go, Mr. Satan!
You know, I was wrong about you. You really are a hero! Finally over. Jeez, it's about damn time. What the hell is he smiling about? He never ceases to piss me off. Schaut sich das an. Super war das. Goku!
Go and heal Vegeta first. He's in a lot worse shape than me. Oh, right! He's still alive! Oh, please, please, you gotta heal him! You could do that, right? With that weird power of yours? Don't be ridiculous, you moron! Get out of the way! I'm going to finish him off! Stop! No! Don't kill him! He's not a bad guy! I swear! Look! Please! I'm begging you! I promise I'll keep an eye on him! Keep an eye on him? Don't make me laugh! Look at a powerless fool like you do! Go ahead and heal Boo, Dede. What? Are you out of your mind? Come on, Vegeta. It'll be fine. If it weren't for these two here, all of us would be dead. Isn't that right? I don't give a damn. Oh, thank you. Thank you so much. All right, once Boo's healed, let's head back to Earth. I'm dying for a bite to eat and a good long nap. So, Boo ist besiegt. And so Goku and the others finally return to Earth. Hey everyone! Yo! It was a long overdue reunion with friends and family. With one less than welcome addition. Sorry for being away for so long, everybody. That old Supreme Kai gave his life to me so I could come back. So you mean we can finally be a family again? All four of us? You, me, Gohan, and Goten? Yep, let's head back to Mount Paozu. I've really been craving your cooking, Chi-Chi. In this world, there exist seven mystical wish-granting orbs known as the Dragon Balls. Goku and his friends' adventures surrounding these magical orbs are far, far from over. Although there are many more surprises and hardships that lie in store for them, they'll take each one head on. Don't worry, the Earth will always be safe as long as Goku and his friends are around. So ein tolles Spiel, unglaublich, hat mir so viel Spaß gemacht und es wird mir sicherhin noch weiterhin viel Spaß machen. Also für einen Fan wie mich war das unglaublich, war eine tolle Reise. Ich bin schon seit den 90ern, glaube ich war 8 Jahre alt, ein Fan von dieser Serie.
Mit Dragon Ball hat alles angefangen. 2001 dann mit Dragon Ball Z. Keine Folge verpasst. Und bin mittlerweile schon fast 29 Jahre. Und nach wie vor ein großer Dragon Ball Z-Fan. Und ich glaube, bis zu meinem Tod werde ich weiterhin ein Fan sein. Also in diesem Spiel steckt sehr viel Liebe drin. Ich kann gar nicht viel Negatives sagen, weil gibt es kaum. Vielleicht hier und da, ich habe schon hier und da mal erwähnt, die Zwischengegner sind meistens immer die gleichen. Das nervt ein wenig, über diese Robos konnte ich schon zum Schluss nicht mehr sehen. Dann natürlich die Raumschiffe von Freezer, die dann auch überall auf der Welt aufgetaucht sind, hat auch nicht so gepasst. Aber ansonsten Nebenmissionen, Charaktere, Musik, toll umgesetzt. Toll umgesetzt, hat großen Spaß gemacht. Auch die Fähigkeiten, die Erweiterungen, Fertigkeitspunkte, Z-Kugeln, Community Board, Seelenabzeichen. Anfangs habe ich mir schon gedacht, um Gottes Willen, viel zu viel, das hätte man sein lassen sollen. Nein, passt. Es ist anfangs natürlich, denkt man sich, ja, viel zu kompliziert, aber das ist es gar nicht. Man muss oft nur logisch denken, dann kommt man von alleine drauf, überhaupt wenn man ein großer Fan ist. Und es reicht, wenn man ein Fan ist, dann schafft man das schon. Und ansonsten, es ist wirklich nicht zu viel, es ist wirklich auch nicht zu wenig, es passt. Also von den Fähigkeiten her, Erweiterungen etc. ist es ausreichend. Das einzig Negative sind vielleicht die Kampffähigkeiten, die man hat. Das ist oft zu wenig, die Kombos etc. Aber im Großen und Ganzen ausreichend, sage ich jetzt einmal. Das Kampfsystem an sich ist oft ein wenig unfair, sage ich mal. Ihr habt das oft gesehen, wenn ich eine Energieattacke bzw. eine Ki-Attacke durchführen oder ausführen wollte, ein Schlag von einem Gegner und es wurde unterbrochen. Wenn ich das bei einem Gegner gemacht habe, war so gut wie gar nichts, der konnte oft die Attacke durchführen, war überhaupt kein Problem und das fand ich ein bisschen unfair. Dann oft bei Gegnern, wenn man Nahkampfangriffe ausgeführt hat. Also man hat gemerkt, beziehungsweise man hat nichts gemerkt, diese Attacken etwas ausgemacht haben. Im Gegenteil, also oft wurde, das war wie wenn er ein Schutzschild gehabt hätte, das war eigentlich auch oft sehr unfair. Dann die berühmte Attacke, die fast jeder Gegner durchgeführt hat, rausgeführt hat, war die Nahkampfattacke, die vorher aufgeladen wurde, dann durchgeführt wurde und das war natürlich oft sehr mühsam und ärgerlich. Ja, natürlich die Berserker-Gegner an sich allgemein, das war eigentlich, die waren zu schwer zu besiegen, also fast unmöglich. Jetzt zum Schluss hin, okay, habe ich gesagt, ja, war möglich. Aber wenn man natürlich überhaupt Anfangsstufe 10, Stufe 12 ist und die Berserker-Gegner sind Stufe 25, hat man überhaupt keine Chance. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, die Filmsequenzen, Filmszenen, toll umgesetzt, toll animiert. Überhaupt das Ende von jeder Saga war ein Wahnsinn. Überhaupt, wenn ich an Freezer zurückdenke, also Gänsehaut pur. Gewisse Charaktere haben gefehlt. Zum Beispiel, wo ist die Frau von Dr. Briefs? Sprich, die Mutter von Bulma. Warum man die ausgelassen hat, verstehe ich nicht. Oder weggelassen hat. Oder Gregory. Das Insekt von Meister Kaio.
keine Ahnung, wieso die nicht vorhanden waren zum Beispiel. Und Upa, ihr wisst schon, dieser Indianerjunge, den man erst zum Schluss jetzt wieder gesehen hat, oder erst jetzt zum Schluss gesehen hat, verstehe ich auch nicht, warum der die ganze Zeit nicht da war. Ja. Vielleicht sehen wir ihn noch, aber ansonsten, ja. Es wird jetzt sicher noch weitergehen, es fehlen noch etliche Szenenabzeichen, also von dem her lassen wir uns überraschen. Aber im Großen und Ganzen ein tolles Spiel, toll umgesetzt. Die deutsche Übersetzung war ein bisschen schlampig sozusagen, wenn ich das so sagen, formulieren darf. Da hätten sie sich vorher erkundigen müssen. Oder mit einem Fan oder wie auch immer, oder mit einem sprechen müssen, der sich da ein bisschen auskennt, weil das wurde wirklich eins zu eins übersetzt und da hätte man sich so schon an die Serie halten können. Da spreche ich ganz besonders die Erinnerungen an, die oft wirklich eins zu eins übersetzt wurden, und das war natürlich oft, ich möchte nicht sagen ärgerlich, das wäre übertrieben, aber glaube ich mir schon gedacht, das waren oft Situationen oder Erinnerungen, wo ich mir gedacht habe, ja, das hätte man sich vorher noch anschauen sollen. Ansonsten, ja, ein Hit wäre es gewesen, wenn das Spiel komplett in Deutsch synchronisiert worden wäre. Das wäre natürlich ein Wahnsinn gewesen, aber natürlich, das ist alles eine Frage des Geldes. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel Umsatz sie gemacht haben, es wäre sicher drin gewesen. Aber leider, das werde ich sicher nicht mehr erleben, dass so ein Spiel deutsch synchronisiert wird. Ich kann mir es leider nicht vorstellen, aber hätte ich bei Final Fantasy auch nie gedacht, dass das mal deutsch synchronisiert wird. Wurde auch deutsch synchronisiert, auch wenn das fast ja, 30 Jahre lang gedauert hat. Gut, dann genießen wir noch die restliche Zeit. Ich bin mal leise. Und viel Spaß noch. Mehrere Tage nach dem Kampf mit Majin Buu. Die Erdbewohner feierten Mr. Satan als den Helden, der sie von der Schreckensherrschaft von Majin Buu befreit hat. Und Son Goku und die anderen kehrten zu ihrem ruhigen, friedlichen Leben zurück. Vegeta. Vegeta, Freezer, Cell und Buu. Ich habe schon gegen Monster aller Art gekämpft, aber wer weiß, was mich da draußen noch erwartet. Bin schon gespannt, aber jetzt muss ich noch stärker werden. Hey, Son Goku! Huch, bist du das, Krillin? Mann, krasse Leistung, wie du diesen rosa Freak-Boo besiegt hast. Ohne dich wären die Erde und das gesamte Universum wahrscheinlich schon Geschichte. Ja, gut, dass Buu weg ist, aber ich habe ihn nicht allein erledigen können. Wahrscheinlich habe ich zu wenig trainiert. Ich glaube nicht, dass du jemals zu viel trainieren könntest. Aber so bist du eben, was? Du willst immer gegen jemanden noch stärkeren kämpfen. Und das ist ja auch in Ordnung so, aber wenn ein Schurke nach dem anderen auftauchen würde, wäre das ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, wenn du stärker werden willst und ich weiß, dass du das willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Wenn du hier jemand der Stärkste unter den Lebenden ist, dann du. Yeah. Danke, Krillin. Later. Solltest du mal ein Häuschen brauchen, schau einfach bei mir vorbei.
Ein neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Was? Noch ein Anruf? Wer ist denn dieses Mal? Hallo! Hey, Son Goku! Hallo, Bulma, was gibt's? Hey! Nun, jetzt ist wieder alles friedlich, denn du hast Buu ausgeschaltet, oder? Ach, ist das nicht toll? Ich habe endlich die Freiheit zu tun, was ich will. Aber weißt du, an wen ich immer denken muss? An Trunks, den aus der Zukunft, meine ich. Ich frage mich, ob es ihm gut geht und ob er seiner Zeit endlich Frieden bringen konnte. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr will ich ihn wiedersehen. Nun, er ist in der Zukunft, oder? Du wirst eine Zeitmaschine brauchen, um ihn wiederzusehen. Wow, danke für diesen Hinweis, Son Goku. Zeitreisen, das wäre mir nie eingefallen, meine Güte. Von diesem lächerlichen Einwurf mal abgesehen, die Zeitmaschine ist fort und sie wurde von meinem zukünftigen Ich gebaut. Moment, das ist es. Wenn ich eine Zeitmaschine brauche, dann baue ich einfach eine. Ja, einfach so. Wenn mein zukünftiges Ich das kann, dann schaffe ich das auch. Bye bye. Wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Okay, dann die Ärmel hochgekrempelt und an die Arbeit. Bulma, hier, sie hat aufgelegt. Vielleicht besuche ich sie später mal und schaue, was sie so treibt. Hallo, entschuldige, dass ich dich so plötzlich anrufe, aber ich muss etwas mit dir besprechen. Könntest du bitte zum Trainingsraum in der Capsule Corporation kommen? Goodbye. Wir sehen uns. Die Vorstellung scheint mit dir sprechen zu wollen. Begib dich zur Capsule Corporation. Samtei fortsetzen. Nachdem Majin Buu besiegt wurde, kehrt der Frieden endlich ins Universum zurück. Doch das ist noch nicht das Ende von Son Gokus Geschichte. Welche neuen mächtigen Freunde und Feinde warten dort draußen? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Erkunde die Welt und sieh, was du entdecken kannst, wenn du Son Goku hilfst, noch stärker zu werden. Sehr schön, Freunde. Toll. Ja, dann geht's weiter. Das ist noch nicht das Ende, nur das Ende von Buu. Name Gebiet wurde freigeschaltet. Land der Kaioshin-Gebiet wurde freigeschaltet und Gebiet abseits der Erde freigeschaltet. Drücke Dreieck, um zu Gebieten abseits vom Planeten zu wechseln. Sehr schön, die Dragon Balls sind auch wieder da. Zig Nebenmissionen sind wieder aufgetaucht. Und wir müssen schauen, dass wir wirklich noch stärker werden, um den letzten Berserker-Gegner anscheinend, ich glaube, dass es der letzte ist, besiegen zu können. So, Freunde, das war's mal für heute. Das war das Ende der Buu-Saga, das Ende der Story sozusagen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.